Weihnachten ist für ganz viele ein Fest mit ganz viel Schmuck und Kitsch und schönen Sachen, aber auch ein Fest mit ganz viel Musik. Was ist auf deiner Playlist für Advent und Weihnachten? Also der Klassiker für Advent ist für mich immer noch Macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Das bedeutet für mich einfach so der Beginn des Kommens Jesu Christi in unsere Welt. Und ja, mir geht da die Seele so richtig mit auf. Also da bebt mein Herz, da freue ich mich, wenn ich das Lied höre. Und ja, Gänsehaut pur, genau. Und der zweite Titel? Ist von Queen, Thank God It's Christmas. Wir haben ein nicht so ganz leichtes Jahr hinter uns gehabt als Familie. Und da habe ich einfach für mich entdeckt, dass dieses Lied ganz viel mitträgt und es ist eigentlich jetzt echt toll. Es wird Weihnachten, es kommt wieder mehr Licht auch in die Dunkelheit hinein und auch so ein bisschen in unsere Herzen. Und da greift einfach die Band das auf, was wir so jetzt gerade auch fühlen. Das ist jetzt mein Weihnachtsklassiker seit dem Jahr. Ich kenne Caroline Gallagher schon ein bisschen und ich weiß, da kommt noch was Härteres. Ja, genau. Also es ist so, dass ich als Kind mit AC/DC groß geworden bin am Heiligabend beim Christbaum schmücken. Und jetzt habe ich Bad Religion noch als Band mit Oh Come All You Faithful. Es ist die englische Version von Herbei, O ihr Gläubigen. Und es ist einfach klasse, wenn so ein bisschen der Punk auch wirklich abgeht, man ein bisschen rocken kann und ja. Das ist so das, was wir eigentlich dann auch zum Weihnachtsbaum schmücken hören. Und unsere Tochter mit 8 Monaten darf damit jetzt dann auch schon mal leben. Das ist ganz cool.